Ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Andreas Lanner vom Lahn Media Business Talk. Wir sind hier am Wörthersee, ganz genau im Golfclub in Dellach, und gerade ging ein toller Vortrag zu Ende von einem Zukunftsforscher, den werden wir dann später noch hören. Aber bei mir ist Alexander Streu vom Wedem & Streu Investment Banking hier. Alexander, stell dir am besten gleich selber vor. Grüß euch, hallo, ich bin Streu Alexander, ich bin im Team bei Wedem & Streu mit dem Valentin Wedem und meiner Mutter, der Evelyn Streu, zusammen. Und wir haben da heute auch richtig eine tolle Veranstaltung gehabt und wirklich gut besucht und haben es wirklich geschafft, den Dirk Herrmann da nach Kärnten zu uns zu bringen, der uns da schildert, was sich in der Welt tut, wie sich die Welt verändert. Und also ich möchte sagen, die Leute waren, ich glaube, durchwegs zufrieden mit dem, was er erzählt hat, und haben da echt auch Sachen erkannt, was jeder im täglichen Leben für sich wieder erkennen kann. Erzähl einmal kurz, man kennt Banken, Versicherungen, aber ihr macht ja Private Banking. Was sind so die Dienstleistungen, wenn ich jetzt ein kleiner Sparer bin, vielleicht habe ich 100 Euro auf der Seite oder vielleicht ein 5000 Euro Konto, oder muss man bei euch gleich in die Millionen denken? Was bietet sie an? Nein, wir probieren wirklich alle zusammen, wirklich vom Kleinstanleger bis zum sehr wohlhabenden Kunden abzudecken. Wir haben uns als Ziel gesetzt, auch den Menschen, die vielleicht sich erst ein Vermögen aufbauen möchten, die Chance zu geben, dies bei uns zu tun und dies zu den besten Möglichkeiten zu machen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich im Internet bin, kann ich eine Direktbank anklicken, wenn ich über die Straße gehe. Warum soll ich gerade jetzt zu euch kommen? Was ist so das Besondere? Ich denke, dass ein ganz besonderer Punkt bei uns ist diese Kombination. Wir haben die persönliche Beratung. Sie wissen, wir sitzen in Feld in unserem Büro. Sie haben meine Telefonnummer. Ich kann Ihnen jederzeit bei Ihren Beratungsfragen weiterhelfen. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit einem höchst technischen Programm, das auf die Portfoliotheorie von Markowitz aufbaut und das wirklich schon sehr in Richtung Digitalisierung geht. Und wirklich Entscheidungen trifft, die man vielleicht zu gewissen Marktphasen als Berater selber nicht so treffen würde. Aber dieses Programm arbeitet einfach wertfrei. Und diese Kombination macht es meiner Meinung nach aus. Wir sind ja derzeit in einer Niedrigzinsphase. Es gab ja vor kurzem wieder auf europäischer Ebene eine Zinssenkung. Die Leute wissen, sie kriegen 0%. Trotzdem ist der Österreicher eher konservativ veranlagt, weil Aktien und Optionsscheine oder Fonds sind ja eher selten. Wie kannst du ihnen die Angst und die Scheu nehmen? Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der Company. Also letzte Woche war ich gerade wieder in einem Vortrag mit einer schwedischen Sprecherin, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Die Aktienquote in Österreich liegt bei 2% und in Schweden liegt sie bei 25%. Also hier muss eigentlich auch gewisse erste Punkte sollten politisch gesetzt werden, dass den Menschen die Angst vor Aktien genommen wird, weil jeder hat irgendwie dieses große Gefühl, Aktien schlecht, böse, aber wenn man fragt, wo sind sie beschäftigt, dann sind die Leute bei Föst beschäftigt, bei OMV beschäftigt, wirklich bei den großen Aktiengesellschaften des Landes. Und dieses Gefühl haben sie nicht. Trotzdem haben sie Angst vor dem Kapitalmarkt, was für mich vollkommen ungerechtfertigt ist. Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Bei welchen Titeln, bei welcher Branche würdest du investieren? Wir sind ja auch in einer Zeit der Nachhaltigkeit, die auch sehr viel Potenzial birgt. Aber was sind so deine Favoriten? Also Nachhaltigkeit ist zurzeit ein sehr großes Thema, ein Thema, mit dem auch wirklich Anleger zu uns kommen und sagen, sie möchten wirklich nur nachhaltig gemanagte Fonds oder ETFs oder auch Einzelaktien von nachhaltigen Firmen haben. Es ist aber nicht mehr so, wie vorher immer der Mythos im Raum gestanden ist, dass du aufgrund von Nachhaltigkeit auf Rendite verzichten musst. Diese Zeiten sind vorbei. Man kann nachhaltig investieren und genauso seine Renditen erwirtschaften. Es kommt allgemein gesprochen immer auf das Gesamtportfolio an. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte nur in Einzeltitel investieren oder diese hochspekulative Aktie, sind Sie bei uns nicht richtig. Es ist immer ein Portfolio von mehreren Themen, Wertpapieren, die untereinander eine gewisse Antikorrelation aufweisen und mit der man einfach einen gewissen guten Portfolio-Kontext schaffen kann. Wenn ich jetzt ein konservativer Kunde bin, habe 10.000 Euro auf mein Sparbuch, möchte aber nicht viel riskieren, komme jetzt zu dir. Was würdest du mir da so empfehlen? Ich würde mit Ihnen zusammen vor unserem Optimierungsprogramm sitzen und eben wirklich sagen, welches Risiko können Sie tragen? Was halten Sie aus? Sind es 3% Schwankungen im Jahr? Sind es vielleicht nur 1% Schwankungen im Jahr?
Wir können das wirklich auf ein Minimum herunterdrehen. Aber sie werden dann trotzdem teilweise in Aktien investiert sein, teilweise in Rohstoffe, teilweise werden Anleihen beigemischt werden. Aber sie werden in den Kapitalmarkt investiert. Weil alles andere, Girogelder, brauchen wir uns keine Hoffnungen zu machen, dass da noch irgendetwas passiert. So verlieren sie mit Inflation. Also man wird natürlich auf der Effizienzlinie einen niedrigeren Punkt berechnen und wahrscheinlich die Aktienquote reduzieren und nicht vielleicht mit 70-80% arbeiten, aber es wird trotzdem in den Kapitalmarkt und in Aktien investiert. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, am besten ist es trotzdem, man meldet sich direkt beim Alexander oder bei seinem Team im Büro in Velden. Aber zum Schluss noch die Frage, ihr veranstaltet ja gemeinsam mit Wedam und Streu immer diese Seegespräche oder auch Frühstücke. Wie kann man sich das so vorstellen? Unsere Seegespräche dienen auf der einen Seite wirklich diesen Punkt, den wir gerade besprochen haben, dass die Bevölkerung in Österreich, egal welche Gesellschaftsschicht, egal welche Personen, wirklich Zugang zum Kapitalmarkt erhält und wirklich Informationen erhalten, die sie statistisch erwiesen nicht haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wirklich den Menschen unser Geschäft und wirklich den Kapitalmarkt näher zu bringen. Bei uns kann sich jederzeit jeder anmelden. Wir haben noch nie jemanden weggeschickt, wenn er zu uns kommen möchte. Homepage, E-Mail, unsere werden über die Kanäle, so wie bei Ihnen, publiziert, unsere Veranstaltungen, und wir sind für jeden offen und dankbar, der an unseren Veranstaltungen teilnimmt. Ja, wir freuen uns auf weitere spannende Tipps und alles Gute, bis zum nächsten Mal.